Nicht niedlich wie die drei Damen in der Zauberflöte. So, das ist übrigens Kurt Krömer. Kurt, kennst du ja. Kurt Krömer, ja, das ist junge Leute. So, also dann zieh mal Hemd aus. Ist einfach hier. Und wir dürfen erst von vorne angucken. Einmal die volle Runde. Ja. Das machst du nicht so oft, oder? So, also ein gut gewachsener, jetzt nicht übermäßig muskulöser, aber ranker, schlanker junger Mann. Schafft er es, diese Getränkedose so, also nicht so, sondern so zwischen den Schulterblättern zu zerdrücken? Ja oder nein? Ja. Ich glaube, ja, ich denke schon. Das gut, sieht so aus, aber ihr traut es ihm zu, wenn er es denn nicht schafft. Ah ja. Heute Nacht wird die Uhr ja vorgestellt. Das heißt, ich kann eine Stunde länger machen und keiner merkt's, oder? Es gibt einen klassischen Uhrenladen in der Fußgängerzone in Erfurt. Wenn ihr eure Wette verliert, werdet ihr irgendwann während der Sendung kurz in den Uhrenladen verfrachtet und stellt die Uhren um. Also, wenn ihr richtig getippt habt, bleibt ihr hier. Ansonsten werden Uhren verstellt. So. Ja. Markus, wir haben lange genug rumgekaspert. Jetzt pass auf. Jetzt fahr einfach einmal nur erstmal jetzt die Schulterblätter aus, damit die Nation sieht, was. Ah, das ist unser Uhrladen erstmal. Ja, guck mal, das, da wäre ja einiges zu tun. Oh. Ja, ich glaube, also da braucht ihr die Stunde, die wir gewinnen. Oder verlieren wir eine? Ich bin immer noch nie begriffen. Wir verlieren eine. Also, ihr verliert auf jeden Fall eine und. Gut, ja. Könnt ihr die Sommerpause durcharbeiten, im Herbst nehmen wir dann wieder. Ach, hübsch. So, pass auf. Also, jetzt bitte, zeigt die Schulterblätter. Ha! Ja. Wir müssen dann nur das sehen, ist. Ja. Da werden die. Ja, nachdem.